Hallöchen, meine Bärchen, und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Planet of Lana. Ich versuche heute ein wenig entspannter zu reden. Der Tag war schon, sagen wir, ein wenig nervenaufreibend. Kommst, Dankeschön. Und da versuche ich mal, meine Stimme etwas zu schonen. Was ist denn hier eigentlich los? Achso, wir können natürlich den hier drauf. Mal schauen, ob das funktioniert. Oder auch nicht. Das sieht nicht gut. Was ist los, Baby? Meckert sie mich einfach von der Seite an. Müssen wir nach unten? Da ist auf jeden Fall Wasser. Vielleicht mag unser Miezekatzenhundevieh das wieder nicht. Können wir da runterspringen, ohne dass wir sterben? Nope! Nein, können wir nicht. Aber ich muss da trotzdem. Ja, ich muss da lang schwimmen. Ah. Aber hier ein Stein ist. Darum konnte ich da nicht runterspringen. Oh Gottes Willen. Gehst du da bitte hoch? Wir müssen. Okay, wir müssen. Komm mal bitte hierher. Dann bist du nämlich schon gleich oben. Obala. Wenn wir hier wieder zurückkommen. Ist ja auch gemein, dass da unten dann gerade das Wasser ist. Hätten wir ja auch andersrum machen können. Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Wie? Das war scheinbar richtig. Oh Gott, wieder cool. Ich mach das nur mit einer Hand, langweilig. Mit zwei Händen ist das doch viel einfacher. Wieso können wir so ein riesen Monster kontrollieren? Dann brauchen wir uns auch gar nicht beeilen. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir darauf springen müssen und da dann halt auf die andere Seite kommen. Müssen wir trotzdem. Okay. Aber du kommst trotzdem mit? Okay. Warum auch immer wir so ein Riesenmonster kontrollieren können? Gut. Dann wissen wir schon mal mehr. Nicht über unseren über Katzenhundvieh-Ding. Das ist irgendwie. Das, weiß ich nicht. Irgendwie ist das. Oh, ist das schneller. Warum bist du schneller? Kannst du hin? Das sieht auch cool aus. Oh mein Gott. Das sieht mega aus. Himmel. Huch. Ist da gerade was weggeglitscht? Oh, Musik.
Ja, warte, ich komme. Komm, ich kann leider nicht schneller laufen. Oh, Sonnenaufgang. Oh, jetzt passiert irgendwas. Sie hat nämlich auf uns gewartet. Oh, das sieht so cool aus. Oh mein Gott. Ein Rastetaste. Das Fenster ist aufgeploppt. Ich immer wieder Shift gedrückt habe. Ah! Gemeinsam das Ende erreicht. Aha. Oh. Ja, jetzt ist die Frage. Wo ist Ilo? Ist sie eine unserer Schwester? Weiß ich nicht. Da hinten ist irgendwas. Ich frag mich auch immer noch, was diese... Wir können uns hier verstecken. Das ist nicht gut. Was diese... Maschinen denn... mit uns zu tun haben? Weil das war ja in diesem, ich sag jetzt einfach mal Mutterschiff oder in diesem frühzeitigen Schiff, wo wir den Leuchterstein gefunden haben. Da war ja auch die Melodie, diese Melodie, die wir da rausbekommen mussten aus diesem Rätsel. Das ist schon etwas merkwürdig. Du hast doch gar nicht nach oben geguckt. Was? Ob der uns sieht, wenn wir hier hängen? Nö, okay. Vielleicht bleiben wir erstmal ein bisschen hier hinten. Ja. Das war der Trick. Ich erwarte immer jetzt die ganze Zeit, dass irgendwas aus dem Sand rausgesprungen kommt.
Das können die doch nicht. Oh, wait. Warte mal. Gar nicht? Nicht? Oh. Oh, da. Hä? Wait. Und jetzt? Wir müssen das Licht da irgendwie wegmachen. Aber wie machen wir das? Jetzt mal aufs Monster gesprungen. Da vielleicht drauf gesprungen? Ja, kommen wir. Aha. Ja. Bleib du mal bitte da. Sodass wir dann hier drauf springen. So, jetzt kannst du nämlich das machen. Ah. Müssen wir da jetzt drauf? Ah, scheiße. Ich hätte vielleicht das Monster erst runterholen sollen. War ich das schon? Nee. Ey, warte, runter. Warte, warte, warte. Jetzt lass mich hier erst wieder rauf. So. Jetzt kannst du dich da wieder runter bewegen. Und jetzt kannst du mit. Oh. Nee. Warte. Das ist gut. Auf geht's. Und nach oben. Ah. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir irgendwie unten bleiben müssen. Runter werden wir wahrscheinlich sterben.